Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Löwen Sonne und Tour. Heute nehme ich euch mit in die Innenstadt von Braunschweig, um euch hier einiges zu zeigen. Ich stehe hier am Standort Kartreppeln und hier beginnt unsere kleine Reise bis zum Kohlmarkt, wo ich euch einige Dinge erklären und zeigen möchte. Wilhelm Busch erzählte in seiner Geschichte Hans Kuck in die Luft, dass man nur auf den Boden schauen soll und nicht in den Himmel oder nach oben, weil man sonst nicht sieht, wohin man tritt. Leider, und besonders wenn man an historischen Gebäuden interessiert ist in der heutigen Zeit, muss man den Blick nach oben richten. Und dort entdeckt man viele, viele tolle Sachen. Und was das alles so ist, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Der Name Kartreppeln setzt sich wie folgt zusammen. Auf dem Gebiet zwischen Kartreppeln und Kohlmarkt standen die schweren Geschütze, Katapulte, Ballisten etc., die alle unter dem Begriff Kalten oder Katzen zusammengefasst wurden. Der zweite Teil des Namens Kartreppeln, Reb oder Repp, wird in Braunschweig als aus Sumpf gewonnenes Gemeindeland gedeutet, das mit einer Hecke oder mit niedrigen Zäunen umgeben bzw. umseilt war. Kartreppeln ist folglich ein vom Sumpf abgetrenntes, trockengelegtes Stadtgebiet, das Standort der schweren mittelalterlichen Kriegsmaschinen war. Auch hier, wie zum Beispiel beim Thüringer Hof, sieht man, wie das Historische mit dem Modernen verbunden wurde, wenn man seinen Blick nach oben richtet. Und wie viele verschiedene Epochen des Stadtbaus sich nebeneinander reihen. Wenn man den Blick auch mal nach oben richtet, dann sieht man diese sogenannten Straßenbahnrosetten, die hier an vielen Häusern sind. Sie dienten dazu, dass die Oberleitung der damaligen Straßenbahn dort aufgehängt war. Nicht nur zwischen Kartreppeln und Kohlmarkt sieht man diese Straßenbahnrosetten, sondern auch an anderen Stellen in der Innenstadt, immer dort, wo halt die Straßenbahn damals langfuhr. Hier und dort blitzt auch mal Fachwerk durch oder andere architektonische Stile, die erhalten wurden oder nachgebaut wurden, nachdem sie vielleicht im Zweiten Weltkrieg zerstört und zerbombt wurden. Kommen wir zu dem ersten Gebäude, was ich heute vorstellen möchte. Und zwar ist es das Haus Leuenturm oder auch Launturm genannt. Auch hier kann man die Straßenbahnrosetten erkennen und oben steht Haus Leuenturm mit dem Löwen und einem Turm abgebildet. Das Haus Leuenturm ist ein verputztes Fachwerkhaus aus dem Jahre 1777. Die Geschichte des Leuenturms ist verbunden mit innerstädtischen Unruhen der Jahre 1292-93 zu Zeiten Heinrichs des Wunderlichen, der sogenannten Schichten der Gildemeister. In dieser Schicht sagten sich 12 Gildemeister vom alten Rat der Stadt los, zogen in den Turm und machten diesen vorübergehend zu ihrem neuen Rathaus. Legende nach soll der Rat der Stadt um das Jahr 1400 beschlossen haben, im Torturm einen lebendigen Löwen zu halten. Daraufhin wurde ein Tier in Italien gekauft und in die Stadt gebracht. So erhielt der Turm die Benennung Leuenturm nach dem niederdeutschen Wort Leu oder in braunschweigischer Mundart Löwe für Löwe. Als der Turm dann baufällig wurde, riss man ihn ab und errichtete zwischen 1545 und 1550 einen neuen. Dieser neue Löwenturm wurde unter anderem als Gefängnis für ungeratene Bürgersöhne und freche Leute eingerichtet, bis auch er 1639 abgerissen wurde. Das anschließend 1777 errichtete Fachwerkhaus wurde im 19. Jahrhundert mehrfach im Erdgeschoss umgebaut, um Ladengeschäfte Platz zu bieten. So befand sich dort um 1880 das Café Leuenturm. Auf diesem Platz, auf dem Kohlmarkt, stand einst die St. Ulrici oder Ulrichskirche. Verschiedene Reparaturen zwischen 1494 und 1514 verursachten zahlreiche Bauschäden und führten zu einem Teileinsturz des Kirchenschiffes, was den Rat 1544 schließlich dazu bewog, die gesamte Kirche abreißen zu lassen. Grabungen Ende der 70er Jahre förderten nicht nur einen Vorgängerbau aus dem 10. Jahrhundert, das unter der Ulrichikirche stand, zutage, sondern auch 176 Grabstellen. Ich erinnere mich auch noch, dass in den 80er Jahren dort gläserne Vitrinen eingelassen waren in den Boden, wo man Mauerreste und Skelette sehen konnte. Noch heute ist der Umriss der Kirche aus dem 10. Jahrhundert auf dem Marktplatz besonders gekennzeichnet. So, jetzt befinde ich mich hier auf dem Kohlmarkt und der Kohlmarkt geht zurück bereits um das Jahrtausend, wo er als Kohlmarktsiedlung
hier am Schnittpunkt zweier Fernhandelsstraßen lag. Der Name Kohlmarkt bezieht sich nicht auf das Gemüsekohl, sondern geht aus dem Lateinischen hervor, was so viel heißt wie Forum Carbonorum. Das ist der Kohlenmarkt, also hier wurde Kohle gehandelt und gelagert. Und ringsherum hier stehen sehr interessante Gebäude. Wenn man mal seinen Blick ein bisschen nach oben schweifen lässt, dann findet man hier viele Sachen. Und was das für welche sind, die zeige ich euch jetzt hier. Viel Spaß! Das erste Gebäude ist das Haus zum Stern. An der Ecke zur Schuhstraße befand sich dort ein sehr großes Fachwerkhaus, das bereits 1356 als Tor dem Goldenen Sterne zu dem Goldenen Stern bezeichnet wurde, da es an der Westfassade einen großen goldenen Stern aufwies. Schon Lessing ist dort bei seinen Besuchen in Braunschweig abgestiegen. Seiner Braut Eva König schrieb er, aber in der Rose, damit ist das Haus zur Rose gemeint, was direkt daneben ist, müssen Sie nicht logieren, sondern gleich daneben im Stern. Da ist jetzt mein Absteigequartier und Zimmer und alles ist besser. Trotz erheblicher Proteste der Bevölkerung wurde es 1894 abgerissen und durch ein modernes Steingebäude ersetzt, das nach Beseitigung von Bombenschäden des Zweiten Weltkriegs auch heute noch dort steht. Das Haus direkt daneben ist das von Lessing angesprochene Haus zur Rose. Ein erster Bau stand hier bereits 1268, er wurde 1309 erweitert. Die heute sichtbare Front stammt aus dem Jahre 1590 und ist mit einer großen goldenen Rose geschmückt und weist Ähnlichkeiten mit der Ostfassade des nur wenige Meter entfernten Gewandhauses auf. Die Fensterrahmen des Hauses zur Rose zeigen noch den Stil der Spätgotik, wohingegen Erdgeschosswölbungen wahrscheinlich auf Restaurierungsarbeiten des Jahres 1865 zurückgehen. Viele Jahrzehnte hindurch befand sich im Erdgeschoss das Café Zentral. Über die angebrachte Tafel über das Stammhaus der Goldenen Rose konnte ich leider nichts Genaues in Erfahrung bringen. Vielleicht war es einmal eine Loge der Freimaurer oder Ähnlichem. Das Haus zur Sonne befindet sich wie die beiden anderen an der Ecke zur Schuhstraße, aber diesen gegenüber. Seine Fassade ist mit einer goldenen Sonne geschmückt. Anstelle des bereits im Mittelalter bezeugten Baus errichtete Christian Gottlob Langwagen 1792-93 einen steinernen Neubau, der wiederum 1885 vom Konstantin Uhde im Stil der deutschen Renaissance verändert wurde. Doch auch viele weitere Gebäude standen hier oder stehen noch dort. So zum Beispiel stand an dieser Stelle das Haus des Bürgermeisters der Altstadt von 1354. An der Westseite des Platzes in einem Hintergebäude war von 1779 bis 1895 die Synagoge der jüdischen Gemeinde untergebracht. Ebenfalls am oder auf dem Marktplatz stand die Waage der Altstadt, erbaut 1354, und Ecke Schützenstraße befand sich die Münzschmiede. Ein erster Markt bzw. Trinkwasserbrunnen ist bereits für 1391 belegt. Er versorgte die Bewohner im Bereich des Marktplatzes bis 1865 mit Wasser. Der Brunnen wurde Jogetbrunnen oder auch Ulrichsbrunnen genannt. Der Brunnen, den man heute dort sehen kann, wurde 1869 errichtet. Ein wenig weiter finden wir ein Fachwerkhaus an oder in dem 1325 Till Eulenspiegel dem Stiefelmacher Christopher ein Schelmenstück gespielt haben soll. Heutzutage tritt der Schelm dreimal täglich vom Glockenspiel begleitet oben aus der Klappe mit dem Löwen heraus und hält den Menschen den Spiegel vor. Natürlich gibt es noch viel mehr an und um den Kohlmarkt herum zu sehen. Ich hoffe dennoch, dass ich euch einen kleinen Einblick geben konnte, was zwischen Kartreppeln und dem Kohlmarkt ist und dass man vielleicht seinen Blick des Öfteren entgegen Wilhelm Busch doch mal nach oben richten sollte, um schöne Dinge zu betrachten. Um vielleicht so manches zu entdecken, was man all die Jahre vielleicht nicht gesehen hat und an dem man vorbeigelaufen ist. Die Person, über die ich heute sprechen möchte, ist Johann Carl Friedrich Gauß. Johann Carl Friedrich Gauß wurde am 30. April 1777 in Braunschweig geboren. Er war ein deutscher Mathematiker, Statistiker, Astronom, Geodät und Physiker. Wegen seiner überragenden wissenschaftlichen Leistungen galt er bereits zu seinen Lebzeiten als Princeps Mathematicorum, als Fürst der Mathematik. Karl Friedrich kam als einziges Kind der Eheleute Gebhard Dietrich Gauß und Dorothea Gauß zur Welt. Er wurde in der Wilhelmstraße in Braunschweig geboren. Gauß' Lehrer Büttner erkannte und förderte seine außergewöhnliche mathematische Begabung schon im frühen Alter von 9 Jahren und sorgte dafür, dass Gauß 1788 das Martino-Katharineum Braunschweig besuchen konnte.
Als der Wunderknabe Gauß 14 Jahre alt war, wurde er dem Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig vorgestellt. Dieser unterstützte ihn sodann finanziell. So konnte Gauß zwischen 1792 und 1795 das Collegium Carolinum in Braunschweig studieren, das zwischen höherer Schule und Hochschule anzusiedeln ist und der Vorgänger der heutigen Technischen Universität in Braunschweig ist. Im Oktober 1795 wechselte Gauß an die Georg-August-Universität in Göttingen. Im Alter von 18 Jahren gelang es Gauß als erstem, die Möglichkeit zur Konstruktion mit Zirkel und Lineal die regelmäßigen 17-Ecks zu beweisen. Und zwar auf Basis einer rein algebraischen Überlegung. Eine sensationelle Entdeckung, denn seit der Antike hat es auf diesem Gebiet kaum noch Fortschritte gegeben. Danach konzentrierte er sich auf das Studium der Mathematik, das er 1799 mit seiner Doktorarbeit an der Universität Helmstedt abschloss. Gauß war zweimal verheiratet und verlor noch zu Lebzeiten seine erste Frau und zwei seiner Kinder. Nach seiner Promotion lebte Gauß in Braunschweig von dem kleinen Gehalt, das ihm der Herzog zahlte. Ein Ruf an die Petersburger Akademie der Wissenschaft lehnte Gauß aus Dankbarkeit gegenüber dem Herzog von Braunschweig ab, wohl auch in der Hoffnung, dass dieser ihm eine Sternwarte in Braunschweig bauen würde. Nach dem plötzlichen Tod des Herzogs nach der Schlacht bei Jena und Auerstedt wurde Gauß im November 1807 Professor an der Georg-August-Universität Göttingen und Direktor der Sternwarte Göttingen. Dort musste er Lehrveranstaltungen halten, gegen die er eine Abneigung entwickelte. Im fortgeschrittenen Alter beschäftigte er sich zunehmend mit Literatur und war ein eifriger Zeitungsleser. Er sprach fließend Englisch und Französisch und las, neben seiner Vertrautheit mit den klassischen Sprachen der Antike aus seiner Jugendzeit, mehrere moderne europäische Sprachen, wie zum Beispiel Spanisch, Italienisch, Dänisch oder Schwedisch, wobei er zuletzt noch Russisch lernte und sich versuchsweise mit Sanskrit befasste, das ihm aber nicht zusagte. Er war noch gegen Ende seines Lebens wissenschaftlich sehr aktiv und hielt 1850-51 Vorlesungen über die Methode der kleinsten Quadrate. Gauß verstarb am 23. Februar 1855 in Göttingen, wo er auf dem historischen Albani-Friedhof beigesetzt wurde. Mit 18 Jahren entwickelte Gauß die Grundlagen der modernen Ausgleichsrechnung und der mathematischen Statistik, mit der er 1801 die Wiederentdeckung des ersten Asteroiden Ceres ermöglichte. Auf Gauß gehen die neue euklidische Geometrie, zahlreiche mathematische Funktionen, Integralsätze, die Normalverteilung, erste Lösungen für elliptische Integrale und die gaußsche Krümmung zurück. 1807 wurde er zum Universitätsprofessor und Sternwartdirektor in Göttingen berufen und später mit der Landesvermessung des Königreichs Hannover betraut. Neben der Zahlentheorie und der Potentialtheorie erforschte er unter anderem das Erdmagnetfeld. Bereits 1856 ließ der König von Hannover Medaillen mit dem Bild von Gauß und der Inschrift Mathematicorum Principi, dem Fürsten der Mathematiker, prägen. Da Gauß nur einen Bruchteil seiner Entdeckung veröffentlichte, erschlossen sich die Tiefgründigkeit und die Reichweite seines Werks der Nachwelt im vollen Umfang erst, als 1898 sein Tagebuch entdeckt und der Nachlass bekannt wurde. Nach Gauß sind viele mathematisch-physikalische Phänomene und Lösungen benannt. Mehrere Vermessungs- und Aussichtstürme, zahlreiche Schulen, außerdem Forschungszentren und wissenschaftliche Ehrungen wie die Karl-Friedrich-Gauß-Medaille der Braunschweigischen Akademie und die festliche Gauß-Vorlesung, die an jedem Semester in einer deutschen Hochschule stattfindet. Ob nun auf Briefmarken oder Banknoten, als Google-Logo, als Denkmal oder in Bildnissen, Gauß wurde viele Ehrungen zuteil. Eine Liste, wo er zu finden ist, als was er zu finden ist und was er vielleicht auch noch prägend benannt hat, findet man im Internet. Hallo, ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und ich konnte Ihnen einen weiteren kleinen Einblick in Braunschweigs Geschichte geben, der ein wenig abseits der normalen Sehenswürdigkeiten lag. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und so bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dass ich Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit wünsche, einen guten Rutsch ins neue Jahr, bleiben Sie gesund und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen bei einer meiner Touren und einem meiner neueren Videos. Machen Sie es gut und bis dahin. Tschüss.